Hallo und herzlich willkommen zu diesem Ableton Push 2 in Bitwig mit dem Driven by Moss Script Video. In dieser Folge geht es um, heißt es der oder das oder die Touchstrip. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier jetzt mal einen Polymer geladen in Standardausführung. Und damit das alles noch ein bisschen schöner klingt, machen wir noch ein Delay 2 und einen Reverb rein. Alles in Standardauflösung. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel die Push hier einblenden, dann gibt es ja hier auf der linken Seite das Touch Strip, mit dem ich normalerweise, wenn ich was spiele und die Taste halte, Pitchbend machen kann. Und wie stark oder wie weit dieser Pitchbend hier geht, das kann ich einstellen, indem dass ich hier auf den Track hier klicke. Und dann habe ich hier auf der linken Seite im Inspektor, wenn der nicht auf sein sollte, hier unten auf das I klicken, dann geht der Inspektor auf, habe ich diese Einstellung P-Bend, Pitchbend. Da ist angeklickt Pitchbend to Expression. Wenn ich das wegklicke und eine Taste drücke, passiert hier nichts mehr. Das heißt, das muss aktiviert sein, damit dieser Controller auch tatsächlich von Bitwig interpretiert wird. Und die Zahlen darunter kann man sich schon ungefähr vorstellen. Das ist jetzt einfach die Semitöne, Halbtöne, wie weit oder in welchen Bereich man den Ton nach oben oder nach unten ziehen kann. Das Ganze kann man bis zu 24 Halbtöne, also zwei Oktaven, hoch oder runter. Man kann so den sterbenden Cyberschwan nachspielen. So, lassen wir das vielleicht einfach mal auf den minus 2 bzw. 2 hier. Und jetzt gibt es eine schöne Sache an dem Driven by Moss Script. Und zwar, wenn ich hier unten rechts auf die Shift-Taste klicke und dann mit einem anderen Finger zum Beispiel hier den Strip berühre, ändert sich das Display hier oben. Und dann sieht man, was hier so alles eingestellt ist. Und zwar am unteren Bereich sieht man, ist hier Pitchbend ausgewählt. Das ist auch hier dieser Standard, den ich hier einstellen kann. Dann kann ich auf CC umschalten und CC wird dann dieser obere Teil aktiv. Also hier oben links in der Ecke. Da steht dann CC1 und das kann ich hier oben auch nochmal verändern, wenn ich am Rad drehe. Wenn ich komplett durchdrehe, aber ich lasse das jetzt einfach mal hoffentlich auf 1. Denn 1 ist nach Standardbelegung ist das Mod-Wheel. Und das Mod-Wheel ist jetzt bei Bitwig, ich mache mal den Inspektor hier zu, ist hier auf diesen Modulator gelegt. Das steht hier auch im Mod-Wheel. Das ist nichts anderes als die Belegung CC gleich 1. Und wenn ich das jetzt hier rumschiebe, dann sieht man an dem Modulator, dass der sich bewegt. Und der Modulator ist wiederum gemappt auf, jetzt muss ich kurz die Push ausblenden, auf, na wo ist es, auf hier auf den Pitch. Wenn ich hier über den Modulator gehe, dann leuchtet der Pitch auf. So, das heißt, wenn ich hier jetzt was spiele, fängt er an zu wackeln und der Modulator ist ja der Vibrato, also Vibratonhöhe, deshalb wird auch der Pitch hin und her gewackelt. Und bei dem Modulator habe ich dann natürlich noch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Es soll eigentlich um die Einstellungsmöglichkeiten über das Driven by Moss Script gehen, wenn ich mit Shift und hier auf den Touchstrip klicke. So, standardmäßig habe ich ja gesagt, ist Pitchbend und mit dem Pitchbend kann ich dann hier hoch und runter gehen und kann die Tonhöhe entsprechend verändern. Auf dem CC steht hier jetzt CC1 und das ist das Modulationswheel, aber das ist jetzt noch nicht alles. Nämlich, ich könnte jetzt hier rumdrehen und das händisch verstellen, aber es gibt Vorbelegungen. Nämlich einmal das Modulationswheel, dann gibt es Expressions. Wenn ich da drauf drücke, dann sieht man, wie hier sich die CC-Nummer auf 11 verändert. Wenn ich hier auf Volume drücke, ist es die 7 und das Sustain ist die 64.
So, das heißt, ich kann einfach auf die Schnelle, kann ich hier mit CC umschalten, dass ich jetzt hier die Modulation verändern möchte. Oder wenn ich jetzt irgendwas auf Expression gelegt habe, kann ich die Expressions quasi verändern. Mit dem Volume könnte ich jetzt das Volume verändern. Da sieht man im Moment nichts, weil im Moment nichts damit gemappt ist. Und mit dem Sustain, das ist im Prinzip das Pedal. Also, und das gibt eigentlich nur zwei Einstellungsmöglichkeiten hier. Wenn das unterhalb 50% ist, passiert nichts. Wenn es überhalb 50% ist, hält das Pedal. Wenn ich hier wieder unterhalb 50% gehe, also hier irgendwo, dann ist quasi wieder vom Pedal runter. Das heißt, man kann so quasi mit zwei Händen, wenn man kein Pedal hat oder das einfach nur mal kurz braucht, um einen Ton zu halten, um vielleicht irgendwo was anderes zu machen, kann man das mal mappen. So, und apropos mappen, beziehungsweise kommen wir gleich zu. Nee, machen wir es gleich. So, also das heißt, Modulation ist automatisch gemappt, wenn der Vibrato-Modulator hier aktiv ist und hier auf Mod-Wheel steht. Kann man noch auf Pressure. Das heißt, ist dann Pressure ist Aftertouch bei der Push, wenn man einfach nochmal auf die Tasten drauf drückt. Ich kann jetzt aber auch hingehen und kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel für Expression oder Volume oder irgendwas anderes, möchte ich jetzt das hier auf der das Touchstrip legen. Das kann ich jetzt zum Beispiel machen, indem dass ich hier mir so einen MIDI-Modulator hole. Und da sieht man schon hier MIDI CC1. Der ist jetzt auch auf das Mod-Wheel gepackt und ich sehe auch schon, wenn ich da dran rumdrehe, wie sich bei dem Modulator da einiges bewegt. So, und jetzt kann ich aber sagen, wieder Shift auf das Touchstrip, das Touchstrip wahrscheinlich. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier auf CC eingestellt und möchte jetzt zum Beispiel den Volume-Knopf hier belegen. Und könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, also ich habe jetzt hier Volume ausgewählt, der CC ist hier automatisch auf 7 umgesprungen. Wenn ich jetzt hier Learn CC mache, dann hat er hier automatisch dann Controller CC 7. Und das heißt, ich habe es dann dem zugeordnet. Und jetzt kann ich, und dazu blende ich den Push mal ganz kurz aus, und jetzt kann ich irgendwas modulieren. Ich könnte jetzt hier einfach tatsächlich die Lautstärke so ein bisschen modulieren. Machen wir das mal ein bisschen lauter und insgesamt einfach ein bisschen leiser. Und jetzt sieht man hier schön, ich habe den Volume ausgewählt und stelle den jetzt auf ein bestimmtes Volume. Gehe dann zurück über auf Modulation. Es bewegt sich wieder der Modulation Vibrato Modulator zum Beispiel. Und was ähnliches kann ich jetzt auch nochmal mit dem Expression machen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach hingehen, hol mir hier wieder so ein lustig, was ich da gerade alles geklickt habe, so ein MIDI-Teil rein, zack. Hab den wieder auf MIDI CC1 und könnte jetzt Push wieder einblenden. Shift Touchstrip und wähle jetzt Expressions aus. So. Und Expressions sehe ich ist auf 11. Ich könnte hier jetzt einfach auch auf 11 einstellen. Zack. Wenn ich jetzt hier drehe, sieht man in dem Modulator, wie sich da was bewegt. Ja. Ich kann hier auch, weil das ist jetzt nicht so eine schöne Beschriftung, kann ich jetzt hier zum Beispiel hingehen. Das hat mal auf den Volume gemappt. Klapp mal den Inspektor auf und schreibe es hier zum Beispiel CC Volume. Dann weiß ich, was das Ding ist. Und dann steht hier CC Volu. Und bei dem machen wir jetzt gerade mal das Gleiche. Und das ist jetzt Expression. CC Expression zum Beispiel. Dann weiß ich anhand dieser Namen, was ich da gemappt habe. So, und jetzt kann ich hingehen. Die Push mal wieder ausstellen. Dann nehme ich den hier und moduliere jetzt zum Beispiel einfach die Pulsweite und die Sync vielleicht miteinander und kann das jetzt, weil ich hier auf Expression bin, und
kann das jetzt noch ein bisschen modulieren. Und natürlich habe ich die anderen Sachen, je nach Controller, was ich da am Start habe, aber bei der Push geht das halt. Kann ich jetzt zum Beispiel noch Pressure, das ist der Aftertouch. Machen wir jetzt mal einfach mit dem Filter. Wenn ich jetzt so ein bisschen nachdrücke, mit den Expressions zusammen, und vielleicht sollte ich die Push dann auch noch anschalten. Das macht das Ganze ein bisschen schöner. Oder hier mit der Volume. Oder ich gehe jetzt zum Beispiel einfach mal auf die Sustain. Dann bleibt er hier stehen. Jetzt habe ich halt keinen Aftertouch mehr, weil dann fängt der Ton von vorne wieder an. Aber ich könnte jetzt hier bei der Expression noch ein bisschen rumspielen. Bei dem Volume könnte ich noch so ein bisschen rumspielen. Und bei der Modulation könnte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen rumspielen. Pitchbend funktioniert hier nicht, weil Pitchbend nur bei gedrückter Taste funktioniert. So, dann schalten wir Sustain wieder aus. So, auf CC, Sustain und aus. So, und jetzt gibt es hier unten noch ein paar mehr Parameter. Und das eine, also die zwei wichtigen sind ja hier Pitchbend. Da schalte ich halt das so direkt um und CC. Und bei CC muss ich mich dann entscheiden hier oben, was ich hier ansteuern möchte. So, und jetzt habe ich hier noch CC Pitch und Pitch CC. Und die kann man jetzt einfach mal so ein bisschen hochkant stellen. Und jetzt, wenn ich den hier klicke, dann ist je nachdem, was ich hier oben ausgewählt habe, ich habe jetzt einfach mal Modulation ausgewählt, ist, wenn ich hier nach unten ziehe, ist es der CC, also Modulation. Habe ich ein Vibrato und es switcht automatisch wieder hoch zurück. Und wenn ich dann nach oben gehe, habe ich einen Pitch. Der nächste dreht das Ganze rum, das heißt nach oben habe ich das CC, in dem Fall jetzt Modulation, und nach unten habe ich dann das Pitchbend. So, ich kann natürlich auch hier nach Expression umschalten. Dann habe ich die Expression nach oben. So, und dann gibt es hier noch den Fader. Und der Fader ist nichts anderes als die Lautstärke des Tracks, also Track Volume. Das heißt, hier oben links dieser Volume Fader hier, den ich hier hoch und runter schieben kann. Man sieht es auch schön an der Push, dass der hier mitgeht, oder ich mache das halt hier direkt an der Push, dann geht der bei Bitwig hoch und runter. Das heißt, das kann ich auch benutzen, um hier einfach an der Lautstärke so ein bisschen rumzuschrauben. So, das sind jetzt quasi diese Abteilung. Und jetzt gibt es hier noch den Note Repeat, und auf der Push gibt es ja hier noch diese Repeat-Taste. Wenn ich die drücke, wird einfach eine Note wiederholt. So, und jetzt kann ich hier natürlich einstellen, dass ich hier die Period noch ändere, und die Period kann ich dann einfach hier ändern mit dem Touchstrip. Oder ich kann ja auch noch die Length ändern, also die Länge der Note. Wie so ein Gate. Also hier habe ich nochmal die Möglichkeit, das quasi im laufenden Betrieb alles zu ändern. Mit Shift Repeat komme ich hier in dieses Menü für Repeat selbst rein, wenn man da Anpassungen machen möchte. Das aber nur so am Rande. Wir waren ja eigentlich bei TouchStrip und was das TouchStrip kann. Also nochmal zusammengefasst.
Standardmäßig ist der, die das Touchstrip aufgelegt oder angelegt auf das Pitchband, das heißt Tonhöhenunterschiede und die Tonhöhe, wie weit die gehen, also wie viele Halbtöne bekomme ich im Inspektor die Einstellungsmöglichkeit, wenn ich hier auf den Track hier draufklicke, also nicht auf das Instrument, sondern auf dem Track. Und da kann ich dann das einschalten, beziehungsweise das ist standardmäßig eingeschaltet, das Pitch Bend to Expression. Und hier kann ich dann nochmal den Range, also die, den Bereich, in wie viel Halbtöne hoch oder runter es Pitch bendet. Achso, vielleicht sollte ich das Note Repeat auch wieder aufstellen. Wäre vielleicht besser. So. Dann habe ich, wenn ich Shift Touchstrip drücke, bekomme ich diese Übersicht. Und kann dann eben auswählen zwischen dem standardmäßigen Pitchband, dem CC. Und bei dem CC kann ich mir dann hier oben auswählen, welche CCs ich machen möchte. Das sind die Standardvorbelegungen, die auch dann hier nochmal angezeigt werden, an der, links oben mit dem CC und der Zahl. Die Zahl kann ich dann mit dem Drehregler hier nochmal verändern. Und zwar für jeden einzelnen dieser vier CCs. Kann mit den Tasten hier oben umschalten, welche CCs und habe dann entsprechend auch die richtige Nummer, entweder die voreingestellte oder die ich dann eingestellt habe, drin. Hier unten drunter CC Pitch und Pitchband teilt dieses Pitchband hier auf oder diesen Touchstrip hier auf mit hier den CC, dem ausgewählten, was ich hier oben ausgewählt habe, im unteren Bereich und dem Pitchband im oberen Bereich. Ich habe ständig Note Repeat an. Ich weiß jetzt nicht, was ich gerade als Pitchband ausgewählt habe. Beziehungsweise als CC. Bei Pitch CC ist dann das Gepitche unten. Ist der Pitcher ganz unten. Und der eingestellte CC-Parameter ist hier oben. Bei Fader habe ich die Track-Lautstärke. Und bei Note Repeat kann ich dann mit dem Fader hier die Wenn ich das hier einstellen, ich muss aber dann wieder natürlich Quatsch. Muss ich wieder Repeat hier drüben einstellen. So. Und mit Length kann ich dann die Notenlänge nochmal einstellen. So, das war's an der Stelle. Kleine Info zur Push mit dem Driven by Moz Script. Vielleicht kanntet ihr das ja noch nicht. Wenn doch, umso besser. Vielleicht habt ihr da noch den einen oder anderen Tipp, gerade so, wenn es um quasi Performen geht, ob es jetzt live ist oder beim Einspielen, was es da vielleicht noch für schöne Sachen gibt, die man wissen sollte, dann kommentiert bitte. Kommentare sind immer gut, weil das hilft mir, das füttert den Algorithmus und es wäre schön, wenn ich da von euch so ein bisschen Support kriegen würde. Alles klar, dann wünsche ich euch noch eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Bleibt gesund, bis bald. Ciao, ciao.